So, willkommen zurück zu Risen 2. Vorab sei gleich gesagt, das ist dieses Wochenende ein bisschen seltsam wird bei den Folgen, da sich bei mir ein kleines oder ein größeres familiäres Problem eingestellt hat und ich morgen, also am Samstag, mal kurz nach Hause fahren werde. Ich war ewig nicht mehr auf einer richtigen Kaperfahrt. Sei doch froh, dass du auf Antigua bist. Ja, ist jetzt völlig egal. Ein Schiff, das ist in den Hafen. Ja, und deswegen wird es morgen vielleicht was weniger, also Samstag wird es vielleicht was weniger Folgen geben und Sonntag auch irgendwie, werden sich vielleicht möglicherweise die Folgen auf Montag verschieben, weil ich halt dementsprechend auch die Zeit brauche zum Aufnehmen. Aber das wird schon irgendwie glatt gehen, Rösen wird auch natürlich auch weitergehen, aber das Familie geht halt vor. Sei froh, dass du auf Antigua bist. Es gibt kaum ein Schiff, das es in den Hafen schafft. Zu meinen besten Zeiten haben mir die Weiber nach einem Raubzug zu Füßen gelegen. Ich hatte immer genug Gold, Rum und Spaß. Ich sag dir, es gibt immer noch genug Schätze, die gefunden werden wollen. Dann heuer doch bei einem der Kapitäne an. Ich denk drüber nach. Ich hätte gerade keinen Bock auf den Scheiß. Entweder du wirst von irgendeinem Monster gefressen, oder sie werfen dich über die Planke wie Jones. Was ist mit ihm passiert? Hatte wohl eine große Klappe. Da hat Slade ihn über Bord gehen lassen. Da hol mich doch, der Klabautermann. Ja. Ja, wir sind endlich am Antigua angekommen. Ein wunderbaren kleinen Piratennest, was momentan ziemlich geil aussieht mit dieser kleinen Gasse und so weiter und so fort. Ei. Und wir müssen uns hier mal um diverse Dinge kümmern. Zum Beispiel hier um den Kistenschlepper, der mit Such der lustigen Frisur. Nein, verrecken wir ans Korb. Hallo Rick. Eines Tages ach ja, stimmt. Werde ich auch ein Captain sein. Von allen Leuten, die ich bis jetzt schon angesprochen habe, spreche ich direkt zweimal an. Das ist doch wunderbar. Wir kommen, glaube ich, von dem Schiff da hinten und könnten jetzt auf das Schiff nochmal drüber gehen oder was? Wer bist du auf dem Kistenschlepper? Nee, du bist ein Pirat, aber es aufs Gleiche rauskommt wahrscheinlich. Und bestimmt gibt es jede Menge zu entdecken. Ist hier jemand? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ein komplett leeres Schiff, allen Ernstes. Ja, wenn es auf Schiffen irgendwas zu plündern gäbe, würde ich das jetzt tun, aber irgendwie gibt es ja auf Schiffen immer nie was. Stört es irgendwie keinen, dass ich auf dem Schiff rumlaufe? Elliot? Hey du, was willst du hier? Eine gute Frage. Ja, ach so, das ist Captain Slane Schiff. Ich will mit Captain Slane sprechen. Ich will mit Captain Slane sprechen. Er ist nicht hier. Du findest ihn im Haus der Kapitäne am anderen Ende der Stadt. Aber er ist in Verhandlungen mit dem Admiral. Mhm, was ist deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe? Sieht man das nicht? Ich stopfe den Jungs die Mäuler. Naja, wenn wir genug Vorräte haben jedenfalls. Okay, Diebeskunst, haben wir das? So gut bin ich auch nicht. Ah, das könnte aber sein, dass ich gleich so gut werde. Und zwar, wenn ich den entsprechenden Ring anlege. Moment, Ring des Diebes. Zack. Nee, warte mal. Einmal nur. Hallo Elliot. Schönes Schiff habt ihr da. Deins ist auch nicht schlecht. Ja, ja, so ist das. Was hast du gesagt? Ach, nichts. So ist das. 150 Gold mehr, vielen Dank dafür. Und immer wieder den anderen Ring dran des Inquisitors. War das okay? Muskete plus 5 und Coolsicher plus 5. Ja, Leute, nehme ich mal. Coolsicher plus 5 kann im Piratennest dann nicht schlecht sein. Gehen wir mal runter, wenn wir schon mal jemanden gefunden haben. Vielleicht haben wir hier unten noch jemanden. Das ist nicht der Fall, offensichtlich. Können wir irgendwas mitnehmen? Auch das ist nicht der Fall. Ja gut, dann war das Schiff nicht so ertragreich für uns, mal gesehen, dass wir 550 Gold bekommen haben. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen das Nest an sich erkunden. Wie groß ist eigentlich die Insel? Nehmen wir mal, wir sind hier. Ach ja, ich bin übrigens davon abgesehen hier, Antigua. Und ich besitze gar keine Karte der Insel, das ist natürlich dumm. Da müssen wir die mal schnellstmöglich besorgen, damit wir uns ein bisschen orientieren können. Also nicht, dass ich mich irgendwie anhand irgendeiner Karte orientieren könnte, aber man kann es mal versuchen. Da geht es auf jeden Fall nach draußen. Das ist schon mal relativ klar. Nämlich kurz mal diesen was war das? Schwarz irgendwas? Schatten. Schwarze Oleander mit. Und eine Maki-Beere, wie schön. Proviant ist immer gut. Haben wir jetzt 34. Wunderbar. Dann gehen wir eben mal hier hoch. Alles der Reihe nach. Vielleicht gibt es hier irgendwas Geiles zu holen. Hier ist auf jeden Fall niemand drin, das ist ein riesiges Gebiss. Wie geil ist das denn bitte? Richtig cool. Was ist das? Ah, ein Bett. Okay. Und das hier? Goldbrocken. Nehme ich doch mit. Wenn sich keiner drum schert, ist doch wunderbar.
Das wäre ja eigentlich ideal, um irgendwie rüber zu schwingen. Und ich könnte echt glauben, dass das mal irgendwann der Fall sein wird, weil es ist so offensichtlich gebaut, dass man irgendwann mal mit diesem Seil rüber uns schwingen müssen zum Dingens. Zum Schiff. Aber gut. Eine neue Kiste, neues Glück. Ah. Hat irgendwas davon oben? Ah ja. So, alles gut. Was finden wir? In der 20er Kiste. Einmal Grog, einmal Proviant und ein Schwertklinge Seelenrufer. Schwertklinge Seelenrufer 1 von 0. Schwertgriff Seelenrufer. Wir brauchen also noch den Schwertgriff Seelenrufer. Dies ist die abgebrochene Schwertklinge des legendären Schwertes Seelenrufer. Zusammen mit dem Griff kann man Seelenrufer neu schmieden. Das ist ja sehr schön. Noch eine weitere Kiste. Da ich mal nicht besonders gut schmieden kann, auch keine wirklichen Schwerter benutze, also, ja doch, eigentlich schon, aber ich kann nicht besonders gut schmieden, wird das wahrscheinlich ein unerfüllter Traum bleiben. Aber ich finde es schön, dass sie es weitergelassen haben mit den Rezepten. Ah ja, warte mal, nee, bleiben wir so. So, und dann machen wir es ganz zurück. Das hatten sie ja im ersten Teil auch schon, dass man irgendwelche Schwerter schmieden konnte und, glaube ich, auch irgendwas finden konnte. Ohrring des Duellanten. Stichwaffen plus 5, dann Grog und 4 Gold. Okay, nehme ich mit. Obwohl Stichwaffen plus 5 jetzt nicht so richtig berühmt ist, ich glaube, das werde ich mir irgendwann wieder abgeben. Also verkaufen. Aber das kleine Ausbeute ist auch noch nicht schlecht. Du da in der roten Kutte, du siehst wichtig aus. Ich bin froh, wenn Captain Slane den Hafen wieder verlässt. Jetzt kommen keine Waren mehr aus Tagarigua. Und jetzt kann man nicht mal mehr zu den eigenen Händlern. Ei, letztens wollte ich bei Wilson Kanonenfutter holen. Aber der Sack hält sich strikt an das Embargo. Hast du schon gehört, dass er seine Pistole verspielt hat? Hm. Tatsächlich? Ja. Donovan bewahrt sie hinten in seinem Lager auf. So kann das gehen. Okay, wir werden vielleicht mal die Pistole für Wilson besorgen müssen, nicht wahr? Du bist wahrscheinlich Wilson. Lass uns über was anderes. Ah, bonjour, mon Capitaine. Bonjour. Willkommen in Antigua. Darf ich euch einladen zu begutachten meine exquisiten Schusswaffen? Ich bin sicher, ihr werdet zufrieden sein. Dann lass dich mal zu sehen, was du zu bieten hast, nicht wahr? Gerne, was hast du im Angebot? Gerne. Was hast du im Angebot? Ich habe ein ungemein reichhaltiges Repertoire, das ich auch trotz des Handelsverbots anbieten kann. Oder ich kann meine Kunst des Pistolenbaus an euch weitergeben, wenn ihr genug Gold habt, bien sûr. Nein, ich bleib bei der Brüskete, dankeschön. Hast du eigentlich viele Kunden? Hast du viele Kunden? In den letzten Monaten war es nicht sehr ergiebig, muss ich zugeben. Kapitän Slane war der Erste seit vielen Tagen, der in unserem Hafen einlief. Und das restliche Gesindel der Stadt hat kein Geld für gute Handwerksarbeit. Gut, dass du hier dein Geschäft aufgeschlagen hast. Also war Slane bei dir? Slane war bei dir? Ja, aber er hat augenblicklich leider keine angemessene Wertschätzung für meine Waren. Ich glaube, er hat ganz andere Sorgen. Was weißt du denn von Slanes Sorgen? Was weißt du von Slanes Sorgen? Ihm fehlt der Nachschub. Kanonen, Pulver, Wasser, das Übliche. Und solange Alvarez das Handelsverbot aufrechthält, wird er nicht wieder ablegen können. Du darfst also trotz des Handelsverbots deine Waren verkaufen. Wie kommt das? Du darfst trotz Handelsverbot deine Waren verkaufen? No, natürlich nicht. So. Ich habe nichts, was die Abreise von Kapitän Slane verhindern oder beschleunigen würde. Admiral Alvarez wird nichts davon merken, wenn ich euch meine Waren verkaufe. Hast du keine Angst, dass dich Alvarez erwischen könnte? Hast du keine Angst, dass dich Alvarez erwischt? Ihr seid ein Mann von Ehre. Ihr werdet mich nicht verraten. Ich bin ein Ihr Pirat, seid aber doch okay. Ein Mann von Ehre, oder? Ja, tatsächlich. Ja, ich bin ein Mann zum Ehre von Ehre. Ja, ich bin ein Ehrenmann. Freut mich zu hören, mon Kapitän. Doch ist ein Mann meistens eher das, was er tut und selten das, was er sagt. Gut, kommen wir zum Geschäft. Ganz wie ihr wünscht. So, wär's mit etwas ganz Besonderem? Wie wär's mit etwas ganz Besonderem? Hast du da was? Aber natürlich. Das hier ist der feinste Laden der Südsee, mon Kapitän. Ich führe eine ganze Reihe an Kostbarkeiten. Was genau soll es denn sein? Ich muss sagen, bei ihm ist diese ausladende Gestik gar nicht mal übertrieben. Das finde ich sehr geil. Keine Ahnung, überrasch mich doch. Ja, was ist das Seltenste, was du hast? Was ist das Seltenste, das du hast? Eh bien, selten sind meine Waffen alle. Aber ich denke, ich habe da etwas Passendes.
Es ist ein besonders wertvolles Stück. Ich bin froh, dass ich es so günstig erstehen konnte. Günstig? Sacre bleu, es ist mir fast peinlich, davon zu erzählen. Ich habe es beim Kartenspiel von diesem ungeobelten Schmied Wilson gewonnen. Naja, so ungefähr. So ungefähr? Das ist Betrug, nicht wahr? Was heißt der eigentlich so ungefähr? Was heißt hier ungefähr? Der Einsatz war nicht direkt die Pistole. Jedoch mindert sie den Wert von Wilsons Wettschulden. Ich werde mich von ihr trennen, wenn ich angemessen dafür entlohnt werde. Des Weiteren muss ich mir sicher sein, dass sie nicht wieder in Wilsons Besitz übergeht. Ich werde diese edle Waffe nicht hergeben, nur damit sie wieder diesem Schmied in die Hände fällt. Ah ja. Ich will Wilsons Pistole kaufen. Was soll sie denn kosten? Also magst Wilson erstmal nicht besonders, oder? Du magst Wilson nicht besonders, oder? Er ist ein stinkender, ungeobelter, unverfrorener Drecksack. Okay, du magst ihn nicht. Okay, was würde denn die Pistole kosten? Ich will Wilsons Pistole kaufen. Was soll sie kosten? Wenn ich es mir so recht überlege, ist es vielleicht doch keine so gute Idee. Verarsch gleich mich selbst. Hast du Angst, ich bringe sie zu Wilson? Hast du Angst, ich bringe sie zu Wilson? Warum? Würdet ihr das tun? Was wäre so schlimm daran? Na schön, wenn das so ist, wird es mehr kosten als nur Gold. Naja. Ich will den Beweis, dass ich einen Ehrenmann vor mir stehen habe. Nur ein Mann von Ehre soll das seltene Prachtstück besitzen. Ich soll also meine Ehre beweisen, wie? Du lebst nicht nach Piratenkodex? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich soll dir meine Ehre beweisen? Wie? Wir werden ein kleines Schießduell austragen. Draußen auf meinem Übungsplatz. Nur wenn ihr mir tapfer die Stirn bieten könnt, soll die Pistole euch gehören. Wahrscheinlich sterbe ich dabei, oder? Bist du ein guter Schütze? Bist du ein guter Schütze? Der Beste. Natürlich. Wir sollen uns also gegenseitig erschießen. Wir sollen uns gegenseitig erschießen? Nein, natürlich nicht. Ich werde euch ein paar Sachen zuwerfen und ihr versucht, sie zu treffen. Wenn ihr meinen Rekord schlagen könnt, habt ihr mich besiegt. Wenn der Rekord bei Null liegt, habe ich eine Chance. Aber ich probiere es tatsächlich mal. Gute Idee, ich bin aber mal dabei. Ich bin dabei. Sehr schön. Dann sagt mir, wann es losgehen soll, mon Kapitän. Komm, einfach so, lass das Schießduell beginnen. Und erstmal kurz. Lass uns über was anderes reden. Kurz gespeichert. Schießduell beginnen, lass mal sehen, wie es aussieht. Schießduell beginnen. Mit Vergnügen, mon Kapitän. Folgt mir. Lass uns über was anderes reden. Ja, mach mal. Am besten nicht hier in der Nähe. Ich will Planken unter meinen. Ist hier gut, ja. So, da sind wir. Sagt mir, wenn es losgehen soll. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Aber plus dann 10. Hört mir zu. Ihr müsst wie 8 Treffer landen. Wow. Dann gewinnt ihr. Attention, es geht los. Minispiel. Ach du großer Gott, nicht so ein Ding wieder. Das kriege ich niemals hin. Ja, klar. Mhm. Ja, ich bin ein guter Schütze. Hervorragend. Sollte unbedingt mehr Shooter spielen. Sag mal. Oh, leider verloren. Sag bloß. Einer will ich noch. Oh, ihr habt verloren. Das tut mir aber leid. Komm, ich will noch eine Runde. Ich will noch eine Runde. Ihr könnt es so oft versuchen, wie ihr wollt. Ihr werdet es nicht schaffen. Dann probieren wir es dreimal. Aber wenn ihr darauf besteht, es geht los. So. Bisschen sensibler eingestellt. Mhm, sehr gut. Hand-Augen-Koordination funktioniert hervorragend. Oh, 3 Schüsse, 3 Treffer. Aber nur mehr. Oh, ist das furchtbar. Ah, ist das demütigend. Oh mein Gott. Kann ich wenigstens eintreffen? Ein Ehrentreffer? Alter, ja, ist klar. Vielleicht ein anderes Mal? Gut, das erste Mal war schon etwas besser, glaube ich. Ihr habt verloren. Ja, quatsch mir nicht voll. Ich will noch eine Runde. Letzte Runde. Ich will noch eine Runde. Es. So. Kriegen wir hin. Also nicht den, der war ja eh nicht. Der war ganz gut. Ja. Aha.
Ja, war ich zu langsam. Da war ich zu cool. Den wollte ich auch gar nicht. Den wollte ich haben. Den natürlich nicht. Der war hässlich. Der war artengeschützt. Naja, 4 Treffer. Ich brauche nur das Doppelte. Ich gehe mal woanders hin, was? Guck mal, da hinten ist eine Pflanze, die ich unbedingt aufsammeln möchte. Ist das nicht auch eine Maki-Beere? Nein, ist einfach nur ein rotes Kraut. Ja, ich bin ja mittlerweile auch Musketenschütze, von daher... Oh, Friedhof. Warte mal, ich kann mal kurz mal hingehen. Von daher nimmt es mir nicht übel, dass ich das nicht mehr kann mit der Pistole. Ist das ein Affe? Was wahrscheinlich jemand, der fangen kann, oder? Oder töten. Gut. Eine Grabwurzel. Aber hatte ich nicht mal wieder sowieso irgendwelche Dinge... Oh, guck mal, richtige Steine. Also richtige Grabsteine. Die sowieso dauerhaft irgendwas brachten. Moment, guck ich kurz mal. Nein, nein, nein. Das war so ein lila Ding. Genau, permanente Wirkung. Schwertdorn. Sehr schön. Bringt mir plus 1 auf Hiebwaffen, Stichwaffen und Wurfwaffen. Und Heldenkraut plus Klingfest. Gut, sich einschüchtern. Sehr schön. Und Grabwurzel braucht auch irgendwas. Genau, Ritual, Totenkult und schwarze Magie. Na, die brauche ich ja mal gar nicht. Nimm ich trotzdem. Oh, habe ich mehr davon. Aha. Noch was? Schwarze Oleander mit Sicherheit nicht. Schädelblüte auch nicht. Würgeranke auch nicht. Ja, reicht auch so. Gibson. Ich klicke mal Gibson an. Klappt nicht. Welly. Murray. Nesir. O'Connell. Waren das nicht... warte mal. Waren das nicht diese, diese Halunken in Risen 1? Also es waren irgendwie auch Piraten von irgendeiner Mannschaft, von irgendeiner... von irgendeiner verfeindeten Crew von Stahlbart, die mich irgendwie... Sag mal, läufst du irgendwo hin? Kann das sein? Dass ich dir folgen soll? Nein. Die mich irgendwie übers Ohr hauen wollten oder sowas, oder für die ich irgendwie so einen Schatz holen sollte oder irgendwas in der Richtung... Ach nein, die, ja doch, doch, doch. Genau, die waren, die wollten mich in irgendeine Höhle locken und das, da war es irgendwie total gefährlich. Und nur wer irgendwie alle möglichen Hinweise hatte oder irgendwas in der Richtung, das konnte irgendwie diesen Schatz bergen, den Schatz wollten sie irgendwie haben und wie sollten den Schatz für sie heben oder sowas. So war das. Okay. Was gibt's denn hier in der Hütte? Ach, das ist wahrscheinlich das Haus der Kapitäne. Ich frage mich natürlich, was die Grabsteine hier machen, aber egal. Wer bist du? Moment, was willst du hier? Ich will zu der Frau da. Ist der Eintritt hier verboten? Ist der Eintritt hier verboten? Ich habe Anweisung, niemand hier reinzulassen. Ich bin Kapitän des großen Schiffes im Hafen. Admiral Alvarez und Captain Slane sind gerade beschäftigt. Na, dann gehe ich mal rein und schaue, ob ich ihnen weiterhelfen kann, was? Na gut. Du bist eine super Wache, nicht wahr? Aber erstmal wollte ich echt mit dir sprechen, Grace. Frau mit der fragwürdigen Frisur. Willkommen in Antigua, Kapitän. Ich hoffe, die Reise hierher war ohne größere Unbequemlichkeiten. Hätte ruhiger sein können, nicht wahr? Guten Tag, schöne Frau. Ja, komm, machen wir mal. Guten Tag, schöne Frau. Oh, ich sehe, es gibt noch Männer mit Manieren in diesem rauen Teil des Landes. Ja, sieh dir meinen Hut an. Tochter von Bongard, dem berühmten Fernhändler der Dornenküste. Es ist lange her, dass sich ein Piratenkapitän hierher verirrt hat. Und nun haben wir die Ehre, sogar 2 von ihnen in unserer Stadt beherbergen zu dürfen. Halt den Arm still! Bongard, Dornenküste, nie gehört. Nee, was hast du denn mit Piraten zu schaffen? Was hast du denn mit den Piraten zu schaffen? Was soll das denn heißen? Das klingt ja gerade so, als wird mir hier unterstellt, ich sei nicht von edler Herkunft. Hab ich dich verärgert? Hä? Das war eigentlich genau das Gegenteil, aber okay. Oh, nun, dann ist es wohl an mir, mich zu entschuldigen. Das ist cool, der hat so ein Repertoire von völlig willkürlichen Sprüchen sozusagen auf Lager, wo denen man irgendwie glauben soll, dass sie wahrscheinlich von edler Herkunft ist, aber sie weiß nicht ganz, wie sie einzusetzen. Das finde ich einen coolen Dialog bisher. Wo ist dieser andere Kapitän eigentlich? Wo ist dieser andere Kapitän? Der ist beim Admiral. Die beiden haben wohl eine kleine Auseinandersetzung. Ich würde da jetzt besser nicht stören. Okay, kann ich mal gucken. Oh, die ist kurz 80, mein Gott. Vor allem kannst du eigentlich auch kochen. Wie ist das Leben hier in Antigua? Wie ist das Leben hier in Antigua? Ich bin schon an vielen Orten der Welt gewesen, aber keiner war so schmutzig wie Antigua. Ein angemessenes Leben ist für jemanden wie mich kaum möglich. Die darüber nachgedacht, diese Insel zu verlassen? Okay, wie lebt man so, wie lebt man dann so als feine Dame in Antigua? Und wie lebt man denn so als feine Dame in Antigua? Jeder Halsabschneider hier versucht mir an die Wäsche zu gehen. Der Admiral jedoch sorgt für meine Sicherheit. So ganz ohne Gegenleistung? Na, das will ich fragen. Der Admiral ist also euer Vormund? Der Admiral ist also euer Vormund. Ha! So weit kommt das noch. Mir sagt niemand, was ich zu tun oder zu lassen habe, verstanden? Hoppla, das sind ja interessante Töne, die ich da höre. Was soll das heißen?
Ja, ja, gib dir keine Mühe. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ich warne dich, du Schuft. Treib es nicht zu weit. Du bist weder von edler Herkunft noch eine feine Dame, nicht wahr? Du bist weder von edler Herkunft noch eine feine Dame. Und den Fernhändler Bongard gibt es wahrscheinlich auch nicht. Na gut, du Mistkerl. Lassen wir die Spielchen. Zugegeben, du bist ein netter Bursche. Aber wenn du mir Ärger machst, wirst du es bereuen. Erzähl mir was über den Admiral. Erzähl mir mal was über den Admiral. Früher war er ein gefürchteter Piratenkapitän. Ein Schlitzohr mit Prinzipien. Er sagt immer, dass sein Piratenkodex, nach dem er lebt, ihn hierher geführt hat. Er ist sehr stolz auf seinen Ruf und seine Stadt. Okay, und wie gut kennst du eigentlich Kapitän Slane? Wie gut kennst du Kapitän Slane? Er ist einer von der Sorte, der eine Frau um seinen Finger wickeln kann. Ich bin auch schon auf ihn hereingefallen. Und wenn ich ehrlich bin, würde er es wahrscheinlich wieder schaffen, mich einzufangen. Okay. Wie läuft das Geschäft? Wie läuft dein Geschäft? Miserabel, schau dich doch hier mal um. Du bist der erste vernünftige Kerl, der hier seit langer Zeit vorbeigekommen ist. Na gut, mal von Slane abgesehen. Also, wenn du eine kleine Abwechslung brauchst? Ich fürchte, du bist mir zu teuer. Nein, da ich bin schon vergeben. Nein, danke, ich bin schon vergeben. Glaub ich. Ach ja, es ist wie immer. Die Besten sind meistens schon weg. Oder schwul. Tut mir leid. Je nachdem. Naja, du bist ja wenigstens süß. Nicht so wie die anderen hier. Tja, du magst also die Männer in Antigua nicht, das hat sie ja schon relativ deutlich gesagt, aber ich frage lieber nochmal nach für alle, die es euch begriffen haben. Du magst die Männer in Antigua nicht? Die meisten haben Schulden und kommen gerade eben über die Runden. Bill, die Wache am Westtor zum Beispiel. Am Ende des Monats ist seine Geldbörse so leer wie eine ausgetrunkene Flasche Rum. Am schlimmsten ist dieser bis über beide Ohren verschuldete Schmied Wilson. Ich schätze, der Kerl würde mich sogar heiraten, wenn er sich's leisten könnte. Aha, interessant. Okay, sehr gut. Wertvolle Informationen, die wir gerade bekommen haben. Hier ist nicht viel Geld zu holen. Jeder ist gerade verschuldet. Das können wir vielleicht ein bisschen ausnutzen, nicht wahr? So. Schluss damit! Es reicht, Slane. Wir hatten einen Deal. Ich habe mich an meinen Teil der Abmachung gehalten. Jetzt bist du an der Reihe. Du sollst deinen Tribut bekommen. Im Moment kann ich dir aber leider nicht mehr anbieten als die Beute meiner letzten Kaperfahrt. Dein Gold ist nichts wert. Deal ist Deal. Da gibt es keine Grauzone. Wenn dir deine Ehre auch nur eine Goldmünze wert ist, dann begleiche endlich deine Schuld. Aus deinem Mund klingt Ehre wie eine Krankheit. Dieses Geschwür vergiftet deinen Verstand schon seit so vielen Jahren. Ich habe den Blutopferdolch nicht hier, auch wenn du noch so brüllst, Alvarez. Du lügst, das sehe ich dir an. Vielleicht sollte ich dein Schiff mit meinen Männern auf den Kopf stellen. Dann werde ich das gute Stück sicher in einer deiner stinkenden Truhen finden. Sei vernünftig, alter Mann. Du willst keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Nun gut. Du lässt mir keine Wahl. Kehre auf dein Schiff zurück und zähle weiter die Tage deiner Unaufrichtigkeit. Wie es die meisten Unaufrichtigen tun. Wenn deine Blatt erst mal Moos angesetzt haben und deine faulen Wasserfässer zum Himmel stinken, wirst du es dir ja vielleicht doch noch anders überlegen. Alter Narr. Uns rennt die Zeit davon. Erkennst du das denn nicht? Das Handelsverbot über meiner Stadt bleibt bestehen, bis der Blutopferdolch in meinen Händen ist. Das ist mein letztes Wort. Okay, das sind ganz schön krasse Worte hier. Dann sprech doch mal mit dem... Was heißt Clown? Wie geil. Jetzt geht er weg. Sprech vielleicht nicht mit ihm, sondern geh erst mal kurz in die Häuser rein. Und werden ganz ehrenhaft wie ein Pirat. Mal gucken, was er so zu bieten hat. Eine verschlossene Truhe, Alvarez Truhe. Keiner ist da. Fanglässig. So. Naja, vielleicht auch nicht so. Piratenanhänger, Gold 200 und eine Schatzkarte. Wie günstig. Oh, Essen. Ach, oh mein Gott. Ich bin tatsächlich in das Gothic-Spiel wieder ein bisschen reingekommen. Ich habe gerade tatsächlich wieder die Steuerungstaste gedrückt, um schneller den Kram aufsammeln zu können. Oh mein Gott. Wasser, Wein, Wein, solange es keiner sieht, ist alles gut. Goldbrocken, guck mal. Statuette, kostet viel Geld, nehme ich gerne mit. Das Bettchen lasse ich mir da stehen. Altes Tag. Die Miliz hatte mich durch den Strick zum Tode verurteilt. Ich stand bereits eine halbe Stunde am Galgen und zog langsam an meiner letzten Pfeife. Eine Minute später und das wäre aus gewesen. Dann kam mein alter Kumpel Greg und schoss durch das Seil. Den Strick bewahre ich heute noch als Andenken im Lagerhaus auf. Na, sieh mal einer an.
ist es das Lagerhaus in Antigua. Muss ich die fünf Dinger wirklich einzeln aufsammeln, tatsächlich. Aber gut. Pokal nehme ich noch mit und die anderen Weine nehme ich auch noch mit. Kann ich den Schrank aufmachen? Nein, hier noch irgendwas. Nö, hat es ja schon mal gelohnt, hier zu sein. Warte mal. Ganz ehrlich, jetzt wo du gerade mal nicht hinguckst. Goldene Schale. Was soll das denn werden? Nee, Moment. F9, nicht F8. F8 wäre ja dumm. F8 wäre ja bei Arcanum der Fall gewesen. Hüstel. Na? Da fällt mir eigentlich auf, bevor ich mit Slane rede, könnte ich auch ganz kurz mal einen Schnitt machen. Das mache ich auch direkt mal. Bis gleich.